Ja, herzlich willkommen zu diesem Abonnentinnen-Special. Ich freue mich mittlerweile über 2000 Follower hier auf YouTube und möchte mich dafür bedanken, dass Sie die Inhalte anschauen, weitergeben und empfehlen. Auf YouTube ist es üblich, dass man sich dann mit einem kleinen Dankeschön an die Zuschauerinnen und Zuschauer wendet. Und das möchte ich heute auch tun, und zwar mit zwei mir sehr treuen Begleiterinnen auf meinem Schreibtisch, die gänzlich analog sind, also fast. Und würde Sie und euch bitten, auch wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, das aber vielleicht überlegt, welches dieser beiden Tools ihr gerne hättet, und zwar in der nagelneuen Fassung. Ihr müsst nicht meine abgenutzten Geräte benutzen und ich würde sie auch nicht wegschicken. Ja, das erste, was ich euch zeigen möchte, ist ein wunderschöner Füllfederhalter, der mich jetzt sehr zuverlässig seit fast einem Jahr begleitet. Das ist ein Faber Castell Füllfederhalter, der kaum austrocknet und der besonders in digitalen Zeiten deshalb sehr wichtig ist, weil man ihn immer aus der Jacke oder aus der Tasche nehmen kann und er zuverlässig schreibt. Dazu macht er ein sehr schönes Schriftbild und fühlt sich ausgezeichnet an beim Schreiben. Das wäre mein erstes Präsent an euch, also dieser Faber-Castell Federhalter, der mir empfohlen worden ist in einer sehr kleinen, aber gut sortierten Schreibwarenhandlung in Weimar am Bauhaus. Das zweite, was ich euch zeigen möchte oder was ich auch weggeben möchte, ist ein automatischer Stiftspitzer. Warum? Viele von euch sind im Moment im Homeoffice oder im Homeschooling und haben sicherlich die ein oder andere Stunde damit verbracht, Buntstifte zu spitzen, wenn Kinder mit betreut werden sollen. Das geht ganz schön an die Nerven und irgendwie gibt es schönere Tätigkeiten, als Stifte zu spitzen. Deswegen habe ich mir diesen kleinen elektrischen Stiftspitzer gekauft. Ich zeige dir mal ganz kurz, der ein oder andere oder die andere kennt vielleicht schon das Geräusch aus dem ein oder anderen Video. Nicht erschrecken. Aber er hinterlässt sehr zuverlässige Ergebnisse, spitzt ungemein gut und ist, glaube ich, ein wirklich lohnenswerter Begleiter für jeden Schreibtisch. Der Jellicomb Electric Pencil Sharpener. So. Wenn ihr eins von diesen beiden Geräten haben möchtet, dann hinterlasst mir doch bitte unter diesem Video einen Kommentar, entweder mit dem Stichwort Füllfederhalter oder Stiftspitzer. Und mehr müsst ihr gar nicht dazu schreiben, also sondern einfach nur Füllfederhalter oder Stiftspitzer in die Kommentare. Überlegt euch bitte, ob ihr diesem Kanal folgen möchtet oder nicht. Also ausdrücklich sind diese beiden Giveaways für alle, die auf diesem Kanal zuschauen, auch bisher ohne Abo. Und wenn ihr abonniert, dann läutet bitte auch die Glocke und liked die Videos, die ihr mögt, sehr häufig. Nicht nur auf Twitter oder Facebook, sondern besonders auch hier auf YouTube. Denn das bedeutet, dass sie in den Algorithmen von YouTube und Google besonders häufig hochgerankt werden und dass auch andere Menschen, die diese Videos noch nicht kennen, die Gelegenheit haben, sie zu sehen. Denn nicht jeder kommt über einen direkten Link, zum Beispiel von der TU Dresden oder aus den geschlossenen Systemen bei Opal, auf diese Lehrinhalte. Empfehlen möchte ich zwei Kanäle noch zum Abschluss, nämlich einmal den von Philipp Wampfler, den man sehr gut findet unter dem Hashtag Digi-Fernunterricht und die Videos von meinem Kollegen Simon Meyer-Vieracker, der entweder unter seinem eigenen Kanal oder unter dem Kanal TU Dresden Angewandte Linguistik seine Videos für die Lehre und Forschung veröffentlicht. Ja, vielen Dank fürs Folgen. Ich hoffe, ich kann Sie weiter mit den Inhalten, die ich zur Verfügung stelle, unterstützen und kann Ihnen helfen. Noch einmal ganz kurz zum Abschluss, also entweder bitte Füllfederhalter oder Stiftspitzer in die Kommentare und ich hoffe, dass wir uns dann an der einen oder anderen Stelle, entweder hier auf YouTube oder auf Twitter oder Facebook oder Instagram oder wo auch immer, oder vielleicht auch irgendwann mal wieder im realen Leben nach Corona wiedersehen. In diesem Sinne einen schönen Montag, ihr und euer Alexander Lasch.